Boah, was für ein Blatt. Er muss buttern. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nun wirklich die schlechteste. Kreuz Bube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. Herzlich willkommen zum großen TV-Finale des Skatmasters 2015, des größten und höchst dotierten Skat-Turniers der Welt. Bei mir vom Deutschen Skatverband als Experte ist Wolfgang Schutsch. Hallo Wolfgang. Hallo Andreas. Und ich bin Andreas Heinzgen. Schön, dass Sie dabei sind hier in unserer YouTube-Version des großen Finales. Und das sind die Finalisten. Wir starten gleich in Spiel Nummer 1 und das nutzen wir gleich an dieser Stelle, um Ihnen ein bisschen unsere Technik zu erklären. Sie sehen, es wird an einem besonderen Tisch gespielt. Auf diesem Tisch befinden sich Markierungen und unter diesen Markierungen wiederum sind Empfänger. Jede der Karten ist mit einem sogenannten RFID-Chip versehen. Das sind Chips, die auch ohne Zufuhr von Strom funktionieren und Signale übertragen können. Und Sie sehen, wie unsere Kandidaten sehr ordentlich und sehr genau die Karten, die sie bekommen haben, über diese Fläche ziehen. Dort werden sie eingescannt. In dem Moment erscheinen sie dann auch unten auf ihrem Bildschirm, werden angezeigt. Und auf diese Art und Weise sehen wir auf unserem Bildschirm sofort, welche Karten die Kandidaten haben. Und wir haben den großen Vorteil gegenüber den Mitspielern, den Finalisten, dass wir natürlich die Blätter von allen Mitspielern sehen. Logischerweise sehen die jeder nur ihr Einzelnes. Das wäre vermutlich auch ein klein wenig zu einfach. Wolfgang, der erste Blick auf die Blätter sagt so richtig überzeugend, hat eigentlich niemand was auf der Hand. Daniel hat mit 18 das Spiel gewonnen und spielt nun Kreuz. Na, das Spiel gewonnen hat er noch nicht. Er spielt auch nicht Kreuz. Er wird einen schönen Grang spielen. Ja, Kreuz sehe ich auch. Er hat angezeigt, der Pik Bube im Skat machte diese starke Karte mit den vielen Vollen. Ein volles zählt also mindestens 10 Augen. Ass, 10. Zum Grang wird er auch locker nach Hause bringen. Immerhin ein guter Start. Allerdings nur ohne einen, aber immerhin 48 Punkte zum Loslegen und dann die 50 Punkte für das gewonnene Spiel. Da kann man sicherlich schlechter in so ein Finale starten, bei dem es ja immerhin um 50.000 Euro insgesamt geht. Der Sieger allein wird mit 25.000 Euro aus unserem Studio herausgehen. Also für die Herren geht es schon um etwas, wenngleich sie sich natürlich alle ein bisschen auch entspannt zurücklehnen können. Denn 10.000 Euro als letzter dieser drei, als dritter, haben sie ja alle schon mal sicher. 10.000 Euro sicher zu haben, das gibt ja auch eine gewisse Beruhigung. Andererseits, wenn es 25 werden können, da greift ja dann unter Umständen auch der Ehrgeiz. Relativ einfacher Verlauf des Spiels. Ich denke, da müssen wir nicht allzu viel zu sagen. Das sehe ich selbst als nicht ganz großer Skatfachmann, ja, Wolfgang, im Gegensatz zu dir. Stelle mal dein Licht nicht zu sehr unter den Scheffel. Ich darf aber noch erwähnen, Daniel ist der Titelverteidiger aus dem Jahr 2014. Und hier werden natürlich die Nerven gleich doppelt, dreifach, vierfach beruhigt. Erstens hat er schon die Erfahrung, ein komplettes TV-Finale gespielt zu haben. Er kennt die Umgebung, er kennt die Karten. Gegenüber seinen Kollegen oder Skatfreunden. Verteidiger. Oder das war ja eine sogenannte Oma. Das stimmt. Unsere Geberin hat gerade völlig richtig festgestellt, das war eigentlich ein Oma-Blatt, was er da hatte. Ganz so einfach war es nun auch nicht, aber es wäre schon schwer gewesen, das zu verlieren. Ne? Also ich finde diesen Begriff Oma-Blatt fürchterlich. Genauso, wenn jemand sagt, du mauerst. Grauenvoll. Warum? Es gibt doch Blätter, die selbst die Oma, die nicht Skat spielen kann, gewinnen würde. Ja, das ist richtig. Aber nicht nur die Oma, auch mein Enkelkind würde es gewinnen mit 5 Jahren. Aber niemand, kein Skatspieler auf dieser Welt wirft solch ein Blatt weg. Man sollte es vielleicht nochmal erwähnen, wir haben es gerade eben schon, oder Wolfgang hat es gerade eben schon festgestellt, es ist dies das erste Mal überhaupt, dass ein Spieler, der schon einmal an einem TV-Finale des Skatmasters teilgenommen hat, wieder in dieses TV-Finale eingezogen ist und dann auch gleich noch der Titelverteidiger. Also das ist schon was Besonderes, was wir hier erleben. Und für Daniel ist es natürlich, wie du schon gesagt hast, ein großer Vorteil. Er kennt die ganzen Abläufe schon
Und vor allem hat er auch die Sicherheit, dass er im letzten Jahr schon mal 25.000 Euro gewonnen hat. 10.000 aus diesem Jahr sicher, da kann man dann schon sehr entspannt an die ganze Angelegenheit herangehen. André spielt, kein Wunder, das Blatt sieht ausgesprochen gut aus. 4 Asse, 2 Buben, da kann man schon mal was draus machen. Ich vermeide jetzt mal diesen Begriff, den wir gerade angesprochen haben. Da du als Skat-Fanatiker, kann man ja glaube ich sagen, deinen 5-jährigen Enkel gerade angesprochen hast, bringst du dem bereits Skat bei oder ist das noch zu früh? Das ist ein bisschen früh. Die Kinder sollten, ja, die müssen rechnen können, die müssen natürlich auch die Karten erkennen können. Ein Einstiegsalter ist so um die 8 Jahre. Das halte ich für angemessen und in Ordnung. Ich versuche gerade zu rekonstruieren, wie alt ich war. Ich denke, das muss irgendwann um 11 oder 12 gewesen sein. Gut, wir folgen mal ein bisschen den Spielverlauf, aber da werden die anderen André nichts abbeißen können, nehme ich an. Nein, auch hier ein ganz sicheres Spiel für den André. Er wird es durchbringen. Vielleicht, ich muss gerade das, was ich eben gesagt habe, nochmal ganz kurz aufgreifen. Daniel hat nicht nur die 48 Punkte gemacht, sondern hat seine Gegner auch Schneider gespielt mit seinem ersten Grand im ersten Spiel und deswegen 72 Punkte gemacht plus der 50 für das gewonnene Spiel. Deswegen steht er bei 122. Also er hat das Spiel noch besser abgeschlossen, als ich erwartet hatte. Naja, wir haben uns auch ein bisschen verquatscht, ne? Naja, nun. Nun schaut man gar nicht so genau hin. Ach, starke Karte, wird schon in Ordnung gehen. Es ist ja noch aufgefallen. Auch in diesem Fall. Es kommt darauf an, wie die anderen beiden spielen, aber die Chancen von André, sie Schneider zu spielen, stehen nicht schlecht. Wobei jetzt kann da auch, glaube ich, nichts mehr passieren, wenn ich das richtig sehe. Nein, sie sind schon raus. Sie waren ja schon raus. Aber damit war ja auch schon sehr zufrieden. Ich kann nichts erkennen. Ich bin ja mal gespannt, ob heute noch was anderes gespielt wird, außer einem Grand. Ach, die Yvonne ist so gangabhängig. Ich bin relativ sicher, dass da noch was anderes passieren wird. Und ich bin auch relativ sicher, dass dieses Spiel vermutlich sich Frank sichern wird. Und auch hier läuft ein Gang ein. Die beiden anderen haben nichts gesehen. Ausspieler, Kreuzbube, Pikbube, 4 volle. 2x Ass 10. Ja, das ist vielleicht sogar noch besser ausgedrückt. Der Pik König zu Ass und 10. Ganz locker drücken, die zwei Könige, Buben ausspielen und Ende. Unverlierbar. Ach, da habe ich schon... Nein, den kann er nicht verlieren. Den kann er nur verlieren, wenn er falsch ausspielt. Ja, eben, das meine ich doch. Was ich schon für Spiele verloren habe, weil ich falsch ausgespielt habe. Hier nicht passieren und auch beim Online-Skat natürlich nicht. Nee, da auf keinen Fall, hier schon. Hier könnte er falsch ausspielen, theoretisch. Die Yvonne achtet sehr stark darauf, aber der Rechner nimmt auch dieses Falschausspielen nicht an. Wenn Frank ausspielen muss, so erwartet der Rechner, dass auch auf sein Scanfeld, so wie er es jetzt tut, als erstes die Karte hingelegt wird. Es passiert sonst nichts. Das ist jetzt für mich auch schön zu wissen, dass dieser Tisch, der dort im Studio steht, offenbar schlauer ist als ich. Weil dem passiert das nicht, mir schon. Was sagt mir das? Nicht drüber nachdenken. Nein. Ich möchte dich jetzt auch nicht mit der Technik dort vergleichen, um Gottes Willen. Nein, du hättest was Tröstendes sagen können, möglicherweise. Ja, ich kann dir sagen, die Technik bleibt trotzdem dumm wie Bohnenstroh. So, sein Spiel ist zu Hause und der Schneider. Jo. Schneider. Schön, dass Yvonne das so bestätigt. Und schön auch, dass jeder jetzt was davon hat. So, jetzt gucken wir uns das Blatt mal an. Das sieht jetzt schon nicht mehr ganz so eindeutig aus. Das perfekte Grauen. Jetzt sitzt du dort in Vorhand, hast die drei kleinen Jungs und siebenmal Schrott. Was tun? Das war gleich die berühmte Gewissensfrage. Na komm, wir sind ganz am Anfang, da kann man was versuchen. Genau. Du hast ja den Titel schon im Background, ne? Und nur ist die Finde eigentlich gar nicht so schlecht. Karo Ass und 7, jetzt hat er zumindest mal 6-mal Trumpf. Aber drei auch 6 Luschen. Naja, und die 10 noch dazu. Ja. Und sein Ziel wird es jetzt sein, 2 Luschen zu drücken, Herz oder Pik. Werden die in Herz. So, Daniel. Und der Sieg kommt, wenn er seine Kreuz 10 nach Hause bekommt. Karo ist Trumpf, los geht's.
Darauf was schwierig sein könnte, alles. Angesichts der vier Kreuz inklusive Ass, die André auf der Hand hat, könnte sich das als Problem erweisen. Die Peaks sitzen schlecht. Ja, jetzt spielt ja, André allerdings das Ass aus. Das ist gut ja, für ihn. Das ist gut für ihn, aber nun wird es ja schlimm. Jetzt kommt der Pik König auf den Tisch. Kreuzkönig, Verzeihung. Jetzt und wird gestochen. Nein. Pflicht. Doch, wird gestochen, logisch. Pflicht. Und Bild fordert das Stechen. Der König ist ein Bild, genauso wie die Dame. Pik Ass. Und ja, ja. Da ist es schon passiert. Da ist es schon passiert. 64 plus X. War wohl nix. Ein vergleichsweise billiges Spiel. Ein einfacher Karo verloren. Ja, aber immerhin. Ich kenne eine Skatspielerin, die in solchen Fällen immer sagt, nichts passiert. Ja. Ja, Kreuz 10 musste ich zwingend nach Hause, sonst konnte ich nicht. Aber gehen. Sein Spruch war klasse. Also 64 plus X, das war wohl nix. 52 verloren. 64 hatten die Gegner schon, er hatte mitgezählt. Zusätzlich der Augen aus dem Stich, den er noch abgeben muss. Das war das X. Riesig, dieser Spruch. Und das zeigt, wie sehr er mit dem Tisch verbunden ist. Mhm. Was er für einen Spielüberblick hat. Und ich bin mir sicher, wir werden da noch häufiger in dieser Serie sein Können aufblitzen das sehen. Das wollte ich jetzt gerade mal fragen. Du hast Daniel ja als Fachmann im letzten Jahr schon beobachtet. Du hast ihn in diesem Jahr während des Turniers schon beobachtet. Wie würdest du ihn als Skatspieler kategorisieren? Ich meine, er muss ein sehr guter Skatspieler sein, sonst hätte er letztes Jahr nicht gewinnen können und wäre dieses Jahr nicht wieder ins Finale gekommen. Aber wie würdest du ihn einordnen? Absolute Spitze. Absolute Spitze in Europa, wow. Wenn nicht sogar in der Welt. Nun gut, wow. Wir betreiben hier das beliebteste Spiel der Deutschen. Natürlich wird in Deutschland am meisten Skat gespielt, aber es gibt auch tatsächlich verteilt über die Welt Spielerinnen und Spieler, die den Skat pflegen. Und von all denen würdest du sagen, gehört er zu den Besten? Er gehört zu den Besten, absolut. Das ist ja mal ein Kompliment. Die anderen beiden, wie hast du die im Laufe des Turniers erlebt? Wie stehen ihre Chancen? Ich meine, es ist ja, Skat ist, das wissen wir, kein Glücksspiel, sondern ein Denkspiel. Aber wenn man immer nur schlechte Karten bekommt, dann kann man auch nichts machen. Ne? So sieht's aus. Ganz kompliziert wird es auch, wenn eine Spielstärke über eine Serie festgelegt werden soll. Das ist völlig unmöglich. Man muss nicht nur eine, zwei, zehn oder gar 100 Serien sehen, sondern den kompletten Verlauf über ein Jahr hin. Da kann ich über die anderen beiden nicht sehr viel sagen. Konnte nur erkennen, wie sie sich in der Vorrunde geschlagen haben und natürlich jetzt an den Tisch gekommen sind und so wie ich hier ihre Spielweise sehe. Ein absolutes Lob an André, der sich, und hier dürfen wir es mal sagen, über die Plattform von Game Duel und dem Skat Masters das Wissen über dieses Spiel angeeignet hat. Und du wirst es nicht glauben, er hat alle unsere Videos und Kommentare des Skat Masters Finale gesehen. Hm. Und nun, das ist eigentlich unser Verdienst, dass er jetzt drauf sitzt. Er spielt seit 5 Jahren Skat, nur online eingestiegen und sitzt jetzt hier im Finale des Skat Masters 2015. Respekt. Unglaublich. So, wir sollten mit ihm eventuell über eine Gewinnbeteiligung verhandeln. Ja, die hat er da schon abgewiesen. Schade. Also das ist wirklich aller Ehren wert, gewissermaßen als Autodidakt, sich in dieses Finale hier vorzuarbeiten. Mein Respekt. Gleich, liebe Zuschauer, sagen wir Ihnen etwas mehr darüber, wie Sie möglicherweise im nächsten Jahr an diesem Tisch sitzen können. Aber ich denke, Wolfgang, wir sollten uns diese Blätter mal etwas genauer anschauen. Denn eigentlich hat keiner so richtig was auf der Hand, aber Frank wagt es. War das eine gute Idee? Nicht wissend, was im Skat ist, denn das bringt ihm ja nun gar nichts. Nein, noch dazu, wir haben uns jetzt eben so ein bisschen verquatscht. Er hat das Spiel zuvor verloren, einen Pik ohne Zweien. Und jetzt sitzt er richtig gebeutelt da, findet eine Farbe, die er überhaupt nicht in der Hand hatte, mit 10 und 8, Karo, und sagt Herz an. Es sieht nicht gut aus. Herz kann man, glaube ich, annehmen. Gut, Kreuz ist natürlich auch ein schönes Beiblatt in dem Fall, aber Herz vermutlich auch so ein bisschen, um Schadensbegrenzung zu betreiben und im Zweifel nur ein verlorenes Herz und nicht einen verlorenen Kreuz auf. Schadensbegrenzung hätte er betrieben, wenn er gesagt hätte, ich spiele 0 und verliere den, dann wären es minus 46 plus der minus 50 für das verlorene Spiel. Und hier
kann es ganz übel kommen, beziehungsweise wird übel kommen. Herz ohne Vieren sind schon minus 100. Alleine an Spielpunkten, der Kreuz wären 120, also ohne Vieren, Spiel 5, mal Herz, 10 Augen, Spielwert 50, verloren 100. Grauenvoll. Er ist mit Hatte Sicherheit. Er denn eine Chance, diesen Herz zu gewinnen? Oder war das jetzt wirklich ein Fehler von ihm, ein eindeutiger Fehler zu sagen, ich spiele jetzt nicht null? Nein, also die Karte ist grottenschlecht. Am besten wäre er gefahren, wenn er gesagt hätte, ich passe. Vertut natürlich auch die Chance, einen starken Skat aufzuheben. Aber das ist ja eine alte Grundregel, die lernt man ja auch als Anfänger relativ früh, bloß nicht auf den Skat reizen. Ja, du hast recht. Und an Missachtung von Grundregeln scheitern oft auch Spitzenspieler. Es ist auch Daniel passiert mit den drei kleinen Buben. Es war nichts da. Und nun findet er, ja, wie war es, Karo Ass und Karo 7 und kann sein Spiel da nicht gewinnen. Eine Chance war da, ohne Frage, genauso hier. Aber dazu eben die vier Kreuz. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein Kreuzvolles abgestochen werden. War ja auch so. Ist ja schon passiert. Da muss er einen Short drin gelegen haben. Karo 8 und 10, habe ich nicht. Wieder verloren. Warum habt ihr euch denn nicht getraut? Es gibt 8 Volle im Spiel. Wenn man 2 Buben hat und 2 Volle, da sind 6 Volle beim Gegner. Man hört so schön die Berlin-Nähe. Ja. Und da hat André aber eine große Skatweisheit gelassen ausgesprochen. Ne? Warum soll ich den aufnehmen und dann auch verlieren? André, weil es hier um viel Geld geht. Danke. So, dafür sieht es jetzt bei Frank recht gut aus. Okay, das Beiblatt ist jetzt nicht so der Knüller, aber zumindest ist das was, aus dem man was machen kann. Nicht nur kann, er wird. Wenn ich heirate, kriege ich keine Schwiegermutter. War das jetzt eine Warnung oder war das jetzt ein Appell zum Mut? Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht heiratet, bekommt keine Schwiegermutter. Auch wieder eine neue Abwandlung. Das ist die Frage, ob das mit der Schwiegermutter so ein Gewinn ist unbedingt. Yo. Aber man wird es dann nie erfahren, wie es ohne Schwiegermutter ist, wenn man denn nicht heiratet. Ja, was drückt er jetzt? Ich schlage vor, Pik König, Karo 7 und spiele Kreuz. Nun muss er wieder den Skat an Yvonne übergeben, die ihn einscannt. Und wir stellen fest, er hat gedrückt Karo 7 und Pik König. Es hat ja einen Grund, warum du hier neben mir sitzt. Ach, das ist so schön ausgedrückt. Danke sehr, Andreas. Ja, Daniel startet gleich mit der blanken Karo 10. Nervig natürlich auch für ihn, dass nun sämtliche anderen Trümpfe auf einer Hand sitzen. Das macht das Spiel wiederum nicht ganz so einfach, wie er sich das gewünscht hatte. Er gibt aber eben nur einen Stich ab. Den Herzbuben bekommt die Trumpf 10. Jetzt spielt er den Karo-Buben. Dann muss Daniel mit Herzbuben übernehmen. Und nun sucht Daniel einen Weg, um eventuell doch nochmal in Hinterhand zu bekommen. Jetzt die Hoffnung. Übernahme mit Herz Ass. Und? Den hat er gefunden. Schon jetzt spielt er, ja, jetzt spielt er es. Er wird aber nicht reichen. Jetzt spielt André. Naja, gut. Wird weggestochen, aber das zeigt, auch das zeigt wieder die Skat-Intelligenz von Daniel, dass er diesen Weg gesucht und gefunden hat auch. Es hätte ja auch funktionieren können. Es hätte, ja, aber es hätte auch nicht ausgereicht. Es hätte nicht ausgereicht. Die Gegenspieler hätten 50 Augen eingebracht. Reicht nicht zum Sieg. Kein wichtiger Fehler. Doch, das war scheiße. André spricht auch hier schon seinen Spielfehler an und Daniel sagt, du komm, ist in Ordnung. Ist nichts passiert. Welchen Spielfehler hat er gemacht? Den habe ich wiederum nicht gesehen. André hätte Herz nachspielen müssen. Dann Frank, Übernahme mit dem Herzkönig und Daniel hätte noch seine Kreuz 10 verstechen können. Ja, das ist jetzt auch Daniel, wieder so eine Verteilung. Daniel hat gelernt. Diesmal er hat hält außer er sich den raus. Drei kleinen Buben nichts. Und hätte mit Skataufnahme einen Peak mit 8-mal Trumpf gehabt. So ist ja, das mit wenn dem, aber und hätte. So ist das mit dem vermeintlichen Lernen. Wenn man sich dann dran hält, dann reicht es einem zum Nachteil im Zweifel. Aber völlig richtig, sich da zurückzuziehen. Er muss 2 starke Karten finden.
um ein gewinnbares Spiel in der Hand zu haben. Auch das hier verläuft, glaube ich, relativ problemlos zu Franks Gunsten. Was uns die Gelegenheit gibt, noch einmal auf das Skatmasters-Turnier in Gänze einzugehen. Wenn Sie im Internet auf skatmasters.de gehen oder auch auf gameduell.de und dort den Link zum Skatmasters verfolgen, dann können Sie selbst mitspielen. Möglicherweise sitzen Sie ja in einem Jahr dann an diesem Tisch hier beim großen TV-Finale. Und das geht wie folgt. Jede Woche finden auf skatmasters.de Qualifikationsturniere statt und die besten drei eines jeden Turnieres qualifizieren sich automatisch für das große Jahresfinale in Berlin. Und da waren in diesem Jahr rund 150 Teilnehmer. Und die haben dann 4 36er Runden gespielt an zwei Tagen. Nein, ich darf dich unterbrechen. Die haben zwar 4 36er Runden gespielt an einem Tag. Und am zweiten Tag war dann das Halbfinale. Punktbesten 12 haben das Halbfinale ausgespielt an drei Tischen mit jeweils 4 Spielern. Und der jeweils Tischbeste sitzt jetzt hier im Finale. Also das große Jahresfinale hat 2 Tage gedauert, aber die ganzen Teilnehmer, die 150 Teilnehmer, haben die 4 Serien an einem Tag gespielt. Sind übrigens alle von GameDuell eingeladen worden nach Berlin, inklusive Hotelübernachtung mit Partner und Verpflegung und allem Zip und Zap. Also alleine deswegen lohnt es sich schon mitzuspielen beim Skatmasters, um zu den Jahresfinalisten zu gehören. Und natürlich haben die alle auch einen Geldpreis gewonnen. Allerdings, wenn man 150. geworden ist, dann war der natürlich überschaubar. Aber immerhin gab es ein schönes Wochenende in Berlin in einem First-Class-Hotel. Das ist ja auch mal eine feine Sache. Ja, für die Partner auch. Insbesondere für die Partner, weil die nicht noch Skat spielen müssen. Andererseits, die da sitzen, glaube ich, für die ist das Skatspielen der eigentliche Reiz. Für die ist Berlin vermutlich gar nicht so sehr interessant. Interessant vielleicht schon, aber sie kommen nicht dazu. Aber sich messen zu können mit den anderen, das ist natürlich auch reizvoll. So, schauen wir uns dieses Blatt an, Wolfgang. Ich sehe da jetzt nichts Zwingendes. Natürlich für Frank, achso, das ist schon, André hat das schon gedrückt, insofern wäre das der Skat gewesen, wäre es für Frank toll gewesen, aber hätte Fahrradkette. Insofern ist das jetzt müßig, darüber zu sinnieren. Ja, aber hier ein schönes Spiel mit 5-mal Trumpf in Herz, Ass 10 Lusch, Ass Lusch. Also eine Lusche, eine Karte ohne Zählwert. Aber alle gegnerischen Trümpfe auf einer Hand. Nicht alle. Die Trümpfe stehen 5-1. Großes Pech für André. Ich sage immer, solches Spiel gewinne ich morgen Schneider. Hier, gut, gebe zu, hier liegt der Schneider relativ weit weg. Aber es kann theoretisch passieren. Aber der Schneider ist weit weg. Sehr weit weg. Mhm, das sieht er auch mittlerweile. Und der Spielgewinn auch. Keine Chance. Keine Chance. Abstich sogar jetzt noch in Pik 10. 2 Trumpfstiche gehen nach Hause. Für die Gegner noch. André ist zufrieden, 32 Augen eingebracht zu haben, was für ihn bedeutet schneiderfrei. Na, ob er zufrieden ist, da habe ich jetzt meine Zweifel. Aber zumindest ist der größte anzunehmende Unfall vermieden worden. Weil es gibt eigentlich, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Skatspieler, als das eigene Spiel dann auch noch Schneider zu verlieren. Das ist schon extrem deprimierend. Das ist schlimm. Gut erkannt. Wenn du so ein Spiel verlierst, musst du mit den Schultern zucken und sagen, sollte nicht sein. Viel, viel schlimmer, mal eins in den Sand zu setzen, zu verlieren, durch eigenen Spielfehler. Wie sagt man so schön, aufstehen, Staub abklopfen, Mund abputzen, weitermachen. Und weitermachen. Da musst du durch. Tja, was spielt Frank jetzt? Ja, eindeutig. Bitte nochmal scannen, ja. Kreuz, König, Dame, 7 Augen, ganz wichtig. Sitzt in Hinterhand, das erkennen Sie daran, dass eben das Feld von Daniel, das Namensfeld, gelb unterlegt war. Das ist dann immer der Vorhandspieler. Und das rot unterlegte Feld, aber das dürften Sie mittlerweile bemerkt haben, liebe Zuschauer, das ist natürlich desjenigen, der alleine spielt. Auch wieder ein kleines, siehst du, wieder genau das Gegenspiel dazu oder das Gegenteil.
Frank hat das Glück der blank sitzenden Kreuz 10. Die wird auch von Daniel ausgespielt. Somit ist er schon am Zug, bringt Kreuz Buben. Die Trümpfe fallen erstmal 1-1. Das heißt, ein Trumpf sitzt dann noch bei den Gegnern. Die lange Karo-Karte gespielt und dieses Spiel wird gewonnen. Aber immerhin sogar wahrscheinlich Schneider. Ja? Ja. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht Schneider. Nein, Verzeihung. Oh, du hast recht. Hey. Denn, ja, hey. Ich war eben der Auffassung, dass Daniel ausspielen muss. Ah, total durcheinander jetzt eben gewesen. Die beiden Karos noch zu Hause. Ja, so war es doch. Abstich in Karo. Und nun sind sie raus. Aber du merkst, wie schnell man sich vertun kann, wenn man beim Skat mal kurz abgelenkt ist. Mhm. Schon ist eben ein Denksport. S-K-A-T, sei konzentriert am Tisch. Skat. So, Spiel 11. Frank hat sich mit diesem gewonnenen Grand an die Spitze gesetzt, hat damit seine Scharte von vorhin wieder ausgewetzt. Aber wir stellen fest, bislang, zumindest nach dem Spielverlauf, noch niemand, der sich deutlich absetzen konnte und auf der anderen Seite auch niemand, der schon ins Hintertreffen geraten ist. Das haben wir bei anderen TV-Finals in den vergangenen Jahren schon anders erlebt. Gutes Blatt jetzt bei Daniel, kein überragendes Blatt, aber ein okayes Blatt und er macht auch daraus, oder auch er macht daraus einen Grand. Mit grob überschlagen guten Chancen, Wolfgang. Mit sehr guten Chancen. Wir sehen es ja, die Buben, die stehen 1-1, also er muss nicht mit einem Abstich rechnen. Jetzt weiß er es auch und alleine seine Handaugen, zwei Asse, zwei Zehnen, die gedrückte Dame und das schon gestochene Ass mit den Buben dazu, auch ein bisschen viel, geht deutlich über die 60. 67. Und nun wird er versuchen, noch den Schneider rauszukitzeln. Pass auik. Ja! Jetzt kommt Pik 9 auf den Tisch. Daniel weiß genau, er hat 67 eingebracht. Und versucht, so ein bisschen den Schneider rauszukitzeln. Das sind immerhin 24 Augen. Warum hat er dann jetzt die Pik 9 gespielt? Was bringt ihm das? In welche Richtung führt ihn das? Um mit dem Herz Ass nochmal ans Spiel zu kommen. Und eventuell Herz 10 noch zu bekommen. Aber André suchte auch den Weg. Er bot ihm zweimal die Möglichkeit an, die Herz abzuwerfen. Dann hätte er ihn in den Kreuz eingespielt. André weiß, Daniel führt kein Kreuz. Frank hat so. Aber sind dennoch knapp raus. Oh, ganz kurz mal hinhören. Du sollst dein Herz loswerden. Dann bringe ich dich an Zug mit Kreuz. Der kriegt keinen Stich mehr. Ich habe drei Stück. Egal. Ich habe zwei Piken. Und ein Karo. Sind drei Herz. Beim ersten hast du angefangen, Herz drin zu schmeißen. Zweite musste zweite Herz, bei meinem Karo König musste dritte Herz rein. Und das Ding ist für ihn erledigt. Aber ihr habt doch 32, Jungs. Entspannt euch doch. Ja, aber er, also, er ist der Meinung, er wollte noch gewinnen. Konnte aber nicht erkennen, dass Daniel schon 67 hatte. Aber er hat von der Theorie völlig recht. Er spielt so lange die Fehlfarbe, dass Frank seine Herz abtragen kann. Dann spielt er den Kreuz und schon muss Daniel sogar noch Herz Ass dazugeben. Ist für den Spielausgang völlig egal, da Daniel schon 67 eingebracht hatte. Aber die Theorie ist völlig auf Seiten von André. Großartig. Und um nochmal dran zu erinnern, André ist Autodidakt. Er hat sich Skatspielen selbst vor 5 Jahren über Online-Skat und über das Verfolgen unserer Kommentare beigebracht. Respekt, wirklich. Oh. Ist aber auch erstaunlich, dass jemand im Anführungsstrichen in doch vergleichsweise hohem Alter erst mit Skatspielen anfängt. Das ist ja eigentlich doch etwas, das einem mehr oder weniger vererbt wird von den Eltern, dass jemand mit, ich schätze jetzt mal grob so um die 40 anfängt, das ist eher ungewöhnlich. Ja, oder? Und steigt jetzt über die neuen Medien sozusagen ein, Online-Skat. Wir kennen es eigentlich umgekehrt, aber unsere jungen Leute
ja, ich will nicht sagen, dass wir nicht dazugehören, aber die jüngere Generation ganz klar rutscht nach über Internet und Spieleplattformen wie Game Duel. Aber ich möchte hier nochmal kurz eingehen auf dieses Spiel. Warum Frank sein Karo Ass drückt, wird nur sein Geheimnis bleiben bei diesem schicken Krank. Und es kostet ihn nachher auch den möglichen Schneider. Ich schaue gerade und versuche herauszufinden, welches der Grund gewesen sein könnte. Es wird sein Geheimnis bleiben. Pik Dame, Herz Lusche drücken und man hat immer noch eine Schneiderchance. Er sitzt in Vorhand mit Ass 10, König 8. Die Herz 10 lag bei Daniel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Herz 10, ja. Denn ansonsten wäre vielleicht, wenn hätte Frank die Herz 10 gehabt, hätte er möglicherweise die beiden Luschen behalten wollen, um die 10 sicher durchzubekommen oder ähnliches, aber das ist nicht nachvollziehbar. Ne? Ist auch nur egal. Und sie bleiben doch Schneider. Aber sie bleiben trotzdem Schneider. Aber die Möglichkeit, direkt den Schneider in Angriff zu nehmen, hat er sich eigentlich mit dem Drücken von Karo Ass genommen. Nun, das Glück war auf seiner Seite. Gang, Schneider. So, dieses Spiel wage ich jetzt mal die 5 Uhr vorbei. Daniel könnte natürlich auch versucht sein. Hat interessanterweise hat Daniel... Ist Daniel bis 2 mitgegangen, bis 22, wenn ich das richtig gehört habe? Obwohl er nun wirklich kein Pikblatt auf der Hand hat. Wollte er da den Gegner täuschen, möglicherweise über das, was er hat? Ja, Pik 10 blank, Karo 10 blank. Frank spielt Pik. André spielt Pik. André spielt Pik, ja. Pik Hand, ne? Ja. Karo 7, 8 im Skat. Ja, siehst du, war eben wieder zu lange beim letzten Spiel, ohne mir großartig Gedanken zu machen, was dann jetzt hier passieren kann. Oh, jetzt hat Daniel André in Mittelhand, da wo er ihn haben will. Die Karo stehen natürlich riesig für ihn. Zwei liegen und bei den anderen steht jeweils ein Karo, König und 10. Ich würde jetzt die Kreuz 10 ausspielen an dieser Stelle. Wäre das gut? Sagt ja gern dem Feinde was Langes vorlegen. Jetzt macht er sich allerdings die Hoffnung, eventuell mache ich 2 Kreuzstiche, wenn André das Ass zu dritt hat mit 7 und König. Oder. Aber gleich ins Gesicht wieder gesprungen, die blanke Karo 10 und natürlich ein Fest jetzt eben für André, Karo Ass und von hinten Karo Dame, sodass bei ihm Karo 9 und Karo Dame nach Hause gehen und die Gegner bleiben stehen bei 30. Fünkchen Glück. Ihr richtig guten Squad-Spieler macht euch ja wahnsinnig viel Gedanken darüber, wie die anderen möglicherweise sein könnten. Behindert einen das manchmal auch so ein bisschen, dass man, wie du gerade sagst, er hofft jetzt, dass er da den zwei Kreuzstiche macht und der könnte ja und so weiter. Du musst dir immer die Frage stellen, wie kann ich dieses Spiel gewinnen oder zumindest, wenn es ein Gegenspiel ist, Schneider oder Schwarz zu verhindern. Man muss schon mal ein Ass, tatsächlich ein Ass auch opfern, um ein Spiel noch zu gewinnen. Oder eben den Schneider zu verhindern, eine höhere Gewinnstufe eben zu erreichen. Vielleicht, falls Sie es über unseren Kommentar nicht mitbekommen haben, Daniel spielt nur Louvert und das ist natürlich nicht verlierbar mit diesem Blatt. Ja, 2 Karos dann. Man sollte vielleicht nochmal, ist mir gerade eingefallen, zu André auch nochmal sagen, es ist auch insofern eine Leistung, dass er in dieses Finale gekommen ist, als ja das Online-Spielen was ganz anderes ist als das Spiel am Tisch. Es fällt die Dynamik zwischen den einzelnen Spielern weg und vor allem, wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, man kann beim Online-Spielen nicht falsch ausspielen. Diese Sicherheit hat man am Tisch natürlich nicht. So sieht's aus. Auch wenn du mal das sogenannte Nicht-Bedienen, es wird Kreuz gefordert und du möchtest stechen, obwohl du noch ein Kreuz in der Hand hast, da sagt der Rechner nein, das geht nicht. Und das passiert ja natürlich beim, ich nenne es immer Offline-Spiel, ganz schnell einmal. So, was macht Daniel jetzt mit diesem Blatt?
ein Herz spielen vermutlich. Frank ist Ausspieler, drückt die König Kreuz 9 und spielt einen Herz mit 5 Trümpfen. Ist eben mit dem gewonnenen Nullover in Führung gegangen, hat jetzt 40 Punkte mehr als Frank. Frank spielt folgerichtig vom Karo König zu dritt aus, trifft bei Daniel Ass 10, 9 und schon versucht Daniel das Spiel an sich zu reißen, indem er mit Pik Buben am Spiel bleibt, schiebt jetzt zurück, kann immer noch nichts sagen über den genauen Stand der Trümpfe. Kreuz 7 von André. Er hat 2 Trümpfe, er weiß, er macht noch einen Trumpfstich. Ist ein bisschen dünn mit Kreuz 8. Ja, ist natürlich schwierig, dann Kreuz Ass raufzulegen. Aber zumindest ein Bild hätte sein dürfen. Aber mindestens, bitteschön, Kreuz Dame sind 3 Augen. Und so ist natürlich Daniel wunderbar und preiswert die Pik 9 losgeworden. Und nun hat er auch seinen Partner André noch zum Stechen gezwungen, den sicheren Trumpf rauszunehmen, wo er dann Kreuz Ass hätte verladen können, statt eventuell dann noch gleich die Pik-Karte zu klären. Dann hätte, ja, wenn aber hätte, Kreuz Ass zu Hause gewesen auf den Trumpf, auf den Karo König, die Kreuz 10. Mein Eindruck nach dem bisherigen Spielverlauf, Frank am Tisch der Schwächste, oder? Ich ringe mir immer schwer solche Aussagen ab, aber du hast recht. Er hat bislang die meisten, wenn nicht als einziger, überhaupt offensichtlichen Fehler gemacht. Ja, André hatte auch einen gebaut, war auch nicht spielentscheidend, aber hier hat es eben dem Daniel noch den zusätzlichen Schneider gebracht. Wenn ich jetzt das so recht im Kopf habe. Aber so richtig spielentscheidende Fehler waren bis jetzt noch nicht dabei, sodass es über Spielgewinn und Verlust entschieden hätte. Aber du hast recht, so mit den kleinen Handfehlern liegt Frank vorn. Ein weiteres Nullover. Also ich habe relativ sicher, er müsste schon mit Pik eine ganz lange Flöte auf einer Hand sitzen, um das zu verlieren. Ist auch, oder auch mit Daniel erkennt es auch sofort, genauso wie André sagt lächelnd, ich habe kein Interesse. Du? Wieder so ein schöner Eingang für Frank. Kreuzbube, Pikbube, Herz, Ass 9. Herz, Ass 10, 9, Karo Ass. Und Ass und eine passende Kreuzdame noch im Skat. Wunderbar, Pik Ass. André spielt aus. Oder muss ausspielen. Und hier auch wieder so ein fast theoretischer Gang. Theoretisch in. Er ist eine Mittelhand, das ist das Problem dabei. Ja, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Noch einmal, falls Sie es vorhin nicht gehört haben, weil Sie möglicherweise von unseren Unterhaltungen so abgelenkt waren. Wer der Ausspieler ist, erkennen Sie immer daran, welches Feld gelb unterlegt ist. Also André sitzt in Vorhand bei diesem Spiel, Frank demzufolge als Alleinspieler in Mittelhand. Was die Situation mit diesem Blatt für seinen möglichen Grand unangenehmer macht. Grand. Na also. Aber er wagt es. Nun schauen wir mal, was passiert. Ist auch so die Frage, was ist hier zu drücken? Kreuz König Dame oder Pik 9 Dame? Stellt sich jetzt Pik Ass blank. Aber das Glück ist auf seiner Seite. Wir wussten es ja schon. Die Buben stehen wieder 1-1, das heißt, jeder der beiden Gegenspieler hat einen in der Hand. Und somit ist dieses Spiel zu Haus. Da, wo man es am liebsten hat. Bei Kreuz ist noch ein Stich drin für die Gegner. Ja, nur spielt er. Aber dabei wird es dann auch vielleicht ein bisschen riskant. Denn wenn jetzt Karo auf den Tisch käme zweimal,
müsste er schon 9 und Dame mit dazugeben. Aber er kann nicht verlieren, okay. Aber für meine Begriffe doch recht riskant. Was hätte er stattdessen spielen sollen? Na, er hätte seine Vollen runterspielen können. Pik Ass, Herz, 10. Nun steht zwar noch seine Kreuz-Dame, aber Herz 9 geht an Herz König, sodass sie auch Schneider frei sind. Mit 39, ja. Sicher durch die, gewonnen. Durch die Bubenverteilung haben wir keine Chance. Und genauso richtig erkannt. Durch die Bubenverteilung ist das Spiel gewonnen. Ende. Dürfte ein interessantes Duell zwischen Frank und André jetzt werden um den Skat. Ja, das meinte ich nicht passen. Ich gehe davon aus, Frank zieht sich gleich zurück. 18. Passe. Ja. Dein Spiel. Und natürlich findet André sehr schön dazu. Herz König drücken, Pik 7, Karo 7 drücken. Ja. Und dann einen relativ ungefährdeten Kreuz nach Hause spielen. Ich würde trotzdem gar nicht spielen. Du würdest gar nicht spielen? Ich würde gar nicht spielen, ja. Okay. Wie sieht's aus? Technik reinquatschen. Bei Frank hat es eben auch geklappt mit dem Frank. Wenn man bestimmen darf, dann spielen wir nur drei. Kreuz. Kreuz? Ja. Also Kreuz. Vorsichtig. Naja, nun hat er auch schon einmal ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht auch jetzt immer noch etwas nervös und mal sehen, wie es denn geht. Aber nun sind wir kurz vor Hälfte der Serie oder vor dem Ende der Hälfte der Serie. Nun sollte er, Mensch, 211, 300 Punkte, mehr als 300 Punkte zurück vom ersten. Ja, aber man lieber habe ich einen sicheren gewonnenen Kreuzer auf der Liste als einen möglichen verlorenen Grau. Ja, auf der Liste. Aber hier geht es jetzt nur darum, Platz 1 zu machen. Vom dritten aus sind es schon wieder 5.000 mehr, 10.000, 15.000, 25, also 15.000 Euro Differenz, die hier ausgelobt sind. Ach so. Da kann man das schon mal riskieren. Da ist es dann auch egal, ob du minus 100 hast oder dann die 25.000 in der Tasche. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ist es das wert, zur Halbzeit schon den Anschluss zu verlieren an die anderen? Dann ist es ohnehin vorbei. Aber hier muss er dann natürlich auch sehen, dass er rankommt. Jetzt kann man natürlich auch wieder diskutieren, einfach Kreuz Schneider sind 36 Punkte und muss ich für den einfach gewonnenen Grang 12 Punkte mehr, minus 100 riskieren? Nein, muss man nicht. Ja. Und geht ja auch so aus. Ja. Aber das sind dann die Unterschiede in den Spielerpersönlichkeiten. Wegen deinem Buben, meine ich. Daniel ist natürlich Bernd Stark, Profi. Mhm. Und der André ist so wie ich Hobbyspieler. Meine zwei Fehler, die ich gemacht habe, hat mir Daniel zwar auch jetzt gerade gesagt, ist vollkommen unwesentlich, waren nicht spielentscheidend, aber man ärgert sich trotzdem. Ich spiele einen sehr fies Skat, auch in der Liga. Da merkt man schon, dass ihm da ein bisschen der letzte Schliff fehlt, aber das ist jetzt, sag ich mal, nur Erfahrung. Eine Chance hat man immer, kommt nur auf die Karten drauf an, ne? Naja, nur auf die Karten nicht, aber mit schlechten Karten zu spielen ist natürlich deutlich schwieriger als mit guten. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, über schlechte Karten kann sich Frank derzeit nicht beklagen. Nein, durchaus nicht. Frank liegt auch in der Spieleverteilung. Also er hat, glaube ich, jetzt die Hälfte aller Spiele gemacht. Wir sind jetzt ein Spiel über der Hälfte, sind in Spiel 19. Von 36 zu absolvierenden. Die beiden Zehnen, die er im Skat findet, kann er eigentlich gleich wieder drücken. Ja, schöne 8 Trümpfe. Hat er auch gemacht. Und jetzt wieder der Unterschied zwischen Mittel-, Hinter- oder Vorhand. Als Vorhand hätte er sicherlich einen Grand gespielt. Ich glaube auch. Wollen wir mal zu seinen Gunsten annehmen. Noch einmal der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie gern selbst einmal an diesem Tisch sitzen möchten und ein nicht unerhebliches Preisgeld mit nach Hause nehmen möchten, denken Sie daran, der Dritte bekommt bereits 10.000 Euro, der Zweite 15 und der Sieger hier aus diesem TV-Finale wird mit 25.000 Euro nach Hause gehen. Dann gehen Sie auf skatmasters.de und nehmen Sie teil an den wöchentlichen Qualifikationsturnieren und als
einer der drei Besten eines jeden Qualifikationsturniers, sind sie automatisch für das große Finale in Berlin qualifiziert. Und da spielen sie dann mit grob gerechnet 150 anderen aus, wer an diesen Tisch kommt. In diesem Fall sind es diese drei Herren, von denen man durchaus sagen kann, keiner von denen ist unverdient an diesen Tisch gelandet. Also da ist niemand, der nur durch puren Zufall und reines Kartenglück dorthin gespielt worden wäre. Nein. Also wenn du dich über fast 200 Spieler durchsetzt, das ist völlig in Ordnung. Aber nun, sieh hin, Daniel Grangant. Und Herzass liegt auch noch. Aber wie schnell es geht. Daniel jetzt plötzlich fast 200 Punkte zurück auf Platz 1, auf Frank. Für ihn war das immerhin die Belohnung, die Hälfte aller Spiele gemacht zu haben. Herz Dame, Blank raus, er kann ja nur nicht sehen, dass Herz Ass liegt. Wir haben wieder diesen Vorteil. Zählt jetzt die Stiche, die Augen der Gegner mit, kann auch noch schneiden. Das heißt, eine Übernahme mit kleinerer Karte zur Sicherung des Asses. Und Rest. Hand mit zwei Spiel 3. Hand, Schneider, 120 Augen. Und schon sind es nur noch 12 Punkte. 12 Punkte, du hast recht. Ach, geht hin und her, guck dir das an. Frank, Kreuzbube, Pikbube, Karobube. Tut einem André fast ein bisschen leid, weil der kriegt nun wirklich nichts Vernünftiges auf die Hand. Ja, nichts. Bis jetzt hat er 4 Spiele. 3 gewonnen, 1 verloren. Frank hat allerdings auch 2, Daniel ein Spiel, gleich ganz am Anfang verloren. So, spielt mit 4 Karo. Ja. Nicht doch noch ein Frank? Nein, bitte noch scannen. Frank, schiebt bitte noch die Karten rüber zum Scannen. Und da kommt Kreuz König, Herz 9. Ja, da können die anderen eigentlich nur neidvoll auf das Blatt von Frank blicken, denn da werden sie nichts abbeißen. Nein, also es ist jetzt offensichtlich oder ganz klar der Zweikampf Frank und Daniel. Daniel kam nur eben wieder ran auf diese 12 Augen und jetzt muss er mit zugucken, wie dem Frank ein Spiel mit 4 zufliegt. Und schon ist er wieder weg mit knapp 100 Punkten. Möchte mich hier nicht als Wahrsager betätigen oder ähnliches, aber Andrea, dem scheint das Pech an den Hacken zu kleben. Er wird hier wohl nicht mehr eingreifen können. Aber macht es das ja auch entspannter, wenn man weiß, dass man eh nichts mehr mitreißen kann, dann kann man ja auch relativ entspannt spielen. Auf der anderen Seite, wir sind bei Spiel 21, da folgen noch 15, das heißt rein theoretisch kann sich das alles noch komplett umdrehen. Auch wenn natürlich ein Trend, eine Tendenz erkennbar ist, aber es ist nicht so, dass André jetzt völlig abgemeldet wäre. Alles richtig. Lass Frank und Daniel mal ein Spiel verlieren. Sage das, was ich immer sage. Und ihnen ein hohes Gewinnen. Und schon wieder sagt er, ich muss sagen, was ich immer sage, passe. Da macht sich schon ein bisschen Resignation breit bei ihm. Verständlich. So, und auch wieder eine heiße Kiste. Ja. Frank mit 2 Buben und 2 Assen. Beide haben gute Blätter, aber beide haben keine überzeugenden Blätter. Daniel nimmt den Skat auf. Oh, bei 18. Und findet ein Ass dazu. Findet Herz Ass. Zur längeren Herz. Spielt Gang, 14 Augen gedrückt. Pikbube raus, Kreuzbube raus. Und nun ist er wieder dran. Ach, so ein schönes Spiel. Ja, es geht hin und her. Daniel, Frank. Aber natürlich auch das Glück, dass Frank, der den verbleibenden Buben noch hat, dass der seine Herzkarte, das Ass und das 10 jeweils bedienen muss. Das hätte auch anders aussehen können. Wieder. Ja, aber dann jetzt die Annahme, dann wird die Herz 10 abgestochen mit einer Lusche. Ist auch nicht viel. Und jetzt stellt er eben so eine kleine Falle. Herz 9. Nun soll André ein volles dazu packen, also sozusagen Butter. Und tut er nicht, er fällt nicht drauf rein.
Und du musst auch doch die vier Augen anbieten. Trennt sich nicht von der Pik 10. Und Rest für Frank. Aber das Spiel für Daniel ist zu Hause mit 64 Augen. Knapp, aber wie heißt es so schön, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, wenn Frank eingestochen hätte, hätte er ein Ass anbieten müssen, das wiederum an Daniel gegangen wäre. Also war gar nicht zu verlieren, dieses Spiel. Ich hab nicht. Du hast sie nicht? Ich hab's ja auch nicht. Nee, die hat er wirklich nicht. Aber Frank. Der Abstand ist findet wieder. Natürlich mit der Herz 10 wieder was sehr Schönes, Passendes dazu. Die Kreuz 10 wird gedrückt, logisch. Pik Dame, aber es bleibt beim einfachen Karo. Ja, aber auch ein einfacher Karo sind 68 Punkte. Stimmt. Also das sollte man hier nicht unterschätzen. 18 Spielpunkte und 50 Wertungspunkte. Da schaut man dann gern so ein bisschen mitleidig und sagt, ja, ist nur ein einfacher Karo, aber 68 Punkte können einen dann auch schon wieder ordentlich nach vorne bringen, zumal der Abstand zu Daniel ja derzeit recht knapp ist. Da freut man sich über jeden Meter, den man dazwischen legen kann. Lieber dreimal einfach Karo gewonnen, als einmal gegangen mit dreien. Die Trümpfe stehen schlecht für ihn. Aber jucken tut es ihn letztendlich nicht. Hat ja mehr als genug davon. Hat auch Rest. Ja, jetzt, Kreuzbube, ja. Karobube. Komm, Frank, leg hin und sag Rest. Quäle sie nicht. Völlig egal, was ja, er aber aufregt. Wenn man es vielleicht gerade jetzt nicht so ganz genau im Überblick hat, dann doch lieber zu Ende spielen, als ein Spiel zu verlieren, bei dem man sagt, ich habe den Rest und die anderen sagen, nee, hast du nicht Edge Badge. Das Risiko möchte man, ja, wenn es um einen Unterschied von 15.000 Euro geht, sicherlich nicht eingehen. Auch wenn es ganz einfach am Listentisch ist, wo wir nur aus Spaß spielen, es ist allemal ärgerlich, dann durch solch einen Fehler ein Spiel zu verlieren. Geh raus und zeig's den beiden. Das rufen sie dir jetzt da draußen ja zu. Yvonne versucht hier, die Spieler aufzustacheln. Geh, trau dich, geh raus und zeig's ihnen. Aber was soll André machen mit dem Blatt? Ich meine, er würde gut finden, aber das weiß er natürlich nicht. Könnte er einen recht angenehmen Peak, keinen wirklich guten, aber er könnte einen angenehmen Peak mit vernünftigen Gewinnchancen spielen, aber... Aber Moment, Andreas, jetzt wird's richtig hektisch. Daniel bekam das Spiel. Drückt. Karo. Drückt die Trumpf 10. Trumpf 10, 20. Spielt Karo mit drei Trümpfen. Ist im Prinzip, naja, eigentlich mit vieren, drückt aber naja, jetzt noch Trumpf 10. Ach, wollen wir es ihm sagen? Er hat den Doppelläufer in Herz. Das heißt, Herz Ass und Herz 10 gehen durch. Wollen wir es ihm sagen? Ah, riesig. Das ist natürlich jetzt der Mut des Alleinspielers. Ja, ich sage auf diese Karte 18, es kann was werden. Und nur hebt er da hoch und sieht, oh Gott, wie komme ich jetzt hier raus? Erkennt den Weg auf 61, hat jetzt aber wieder ein Problem. Steht bei 48 und müsste auf Pik Ass drei Augen bekommen, um auf über 60 zu kommen. Traut sich natürlich nicht, geht auch gar nicht. Versucht jetzt nochmal über Abstich, Karo König und dann Pik Ass. Ganz schwierig für ihn. Die Herzkarte kommt auf den Tisch. Jetzt geht er ran mit der Karo 7. Überstich. Und jetzt hofft er, er muss Pik Ass mit Bild bekommen. Oder natürlich im extremen Fall die 10. Was machen, Frank? Ja. Ach, wir sehen's. Aber sehr schwer für den Daniel. Ganz, ganz schwierig. Weil andererseits, die Überlegung wäre gewesen, Daniel in Mittelhand zu bringen mit dem Buben. Aber die auch möglich. Frank wusste ja nicht, dass die 10 noch draus, dass die 10 schon weg ist. Aber er müsste es tun. Er müsste tun, müsste übernehmen, Pik bringen. Und da ist es. Da sind die 62 Punkte. Und jetzt, glaube ich, kriege die 10 auch noch sonst. Ja, aber ist ihm egal.
Großes Tennis. Klasse. Ganz großes Tennis. Oh, sieh mal. Körpersprache. Ein Schwall der Erleichterung. Wirklich großartig gespielt. Das muss man erstmal bringen. Mit 4 Trümpfen, dann einen, den höchsten dieser Trümpfe noch wegdrücken. Also mit 3 Trümpfen auf der Hand und dann das Spiel gewinnen. Und das sind Spiele, die machen einen zum Meister. Diese. Und nicht Grang mit Vieren und nochmal Grang mit Vieren. Wenn man nur auf Grang mit Vieren wartet, ist man chancenlos ohne Ende. Zumal, ja, es kommt ja noch der Punkt hinzu, zumal sowas ja für die Gegenspieler ungeheuer deprimierend ist. Sie sehen, der hat nur 3 Trümpfe auf der Hand gehabt und wir verlieren das Ding trotzdem. Ja, deprimierend ist eine andere Geschichte. Sie sehen ja auch den Kartenverlauf. Denk an deine Frau. Die möchte sich was Schönes kaufen. Aber nur die Karten. Umgekehrt. Yvonne ist, habe ich so eine, so ein bisschen der kleine Teufel. Mhm. Der versucht, die Spieler in ihr Unglück zu jagen. Er spielt Pik. Nur die Pik-Karten vertauscht hätten zum Spielverlust für Daniel geführt. Mhm. Aber er sieht, ich muss die Dame nach Hause bringen und irgendwie muss es mir gelingen. Schiebt zurück und setzt sich nach hinten. So, nur lass mal von dem vorigen Spiel so eindruckend wieder es war. Weg. Lass uns mal zu wieder diesem weg. Hier kommen. André spielt Pik. Kreuz wäre nicht möglich gewesen, weil das Beiblatt es nicht hergegeben hätte, obwohl er dann einen Trumpf mehr gehabt hätte. Aber mit den 3 großen Jungs kann da eigentlich nicht viel passieren. Nein. Aber Frank spielt den Pik. Nee, André. Sein Feld ist rot. Sein Feld ist rot. Ja. Doch, also siehst du, wieder zu lange beim letzten Spiel gewesen. Man kann sich nicht lösen. Ja, natürlich, André spielt. Pik hatte mich jetzt tatsächlich wieder verleiten lassen, in dem Bändchen über dem Namen Frank Pik zu lesen. Ja, ganz klar. Das Spiel für ist ihm ja auch zu gönnen, dass er da auch mal wieder ein bisschen ein kleines Erfolgserlebnis hat und ein bisschen wieder rankommt an die anderen. Fucking Rang. Fucking Rang, sagt er. Nee, das war keiner. Wobei, er hatte Kreuz Ass und 10, er hatte die 3 großen Jungs, aber mit einmal Kreuz Ass und 10 alleine ist ein Grang auch noch nicht gespielt. So, das wird dann wohl wieder mal an Daniel gehen, könnte ich mir vorstellen. Das geht an Daniel. Und nun startet er da durch, siehst du? Er findet dann auch noch genau das ein passendes Ass dazu. Yvonne ist wieder zufrieden. Sie hörte das magische Wort. Grang. Aber interessant, wie Daniel drückt. Er lässt jeweils ein Ass besetzt stehen, statt sich ein Ass blank zu drücken. Naja, hätte. Warum? Was ist da die Strategie dahinter? Dass nicht ein Abstich erfolgen kann. Das heißt, die 10 kommt auf den Tisch deines blanken Asses und dann der Bube rauf und schwuppdiwupp sind 23 Augen weg, die du völlig bei dir eingeplant hast. Gut, aber der Abstich kann ja eh nicht erfolgen. In dem Moment, wo er seinen Kreuzbuben ausgespielt hat, ist der Pikbube, der ihm fehlt, aus dem Spiel raus. Also da kann ja eigentlich nichts passieren. Ja, musste er ausspielen? Ich glaube nicht. War er dran mit ausspielen? Nein, er war nicht in Vorhand, aber hat nach dem ersten Stich dann nicht. Ja, aber kann ja jetzt sein, dass die 10 zu deinem blanken Ass rauskommt. Du musst draufgeben. Ja, okay. Und dann der Abstich oder abgestochen. Umgekehrt. Das stimmt. Ja, aber sicher gewonnen, ne? Sicher gewonnen. Und Schneider. Einfache Grand Schneider. Nein, 34 haben wir. Die restlichen Stiche gingen. Ah, okay, verzeihen. Aber nun, siehst du, auf über 100 Punkte ist ein Vorsprung angewachsen. Und wird wohl, wenn ich mir die Karten anschaue, weiter wachsen. Und dürfte ein Kreuzspiel werden. Wird ein Kreuzspiel, ja, aber ist erstmal nicht so, so sicher. Na doch, also aus unserer Sicht. Na, jetzt gucken wir mal, ob er die 10 behält. Er behält sie. Ja. Nee, Moment. Oder er kann jetzt die Pik 10 drücken. Eine Variante.
Und, oh, nun siehst du, nun. Ach, naja, das Wunschkarte. Ist natürlich das ideale Ausspiel. Wunschkarte. So kann er hat er sich sein, gegen das Spiel mit 5 Trümpfen entschieden und sagt, naja, du, wenn ich jetzt hier ein Farbspiel verliere, ist im Prinzip ähnlich, kann ich auch einen Gang verlieren, wenn es dann passieren sollte, aber so, der Gang ist vermeintlich sicher. Man hat ja natürlich auch noch das Glück, Pik Ass wird aufgemacht, Pik 8, Pik 10, oh, geht doch alles gut. Der Bube sitzt noch bei André, Pik Bube, er muss Herz bedienen. Und erstaunlich, ja. 44. Läuft auch noch gut für ihn, die Verteilung ist auch noch günstig. Herz ja, König, die jetzt? Siebte Karte und jetzt stechen wir ihn ab oder stechen fordert er auch noch das Abwerfen irgendeiner Karte. André sollte jetzt Pik 7 wegpacken. Nee, er sticht Herz König und wird Karo 10 auf den Tisch legen. In der Hoffnung, sie damit, aber er hätte wissen müssen, dass er sie damit nicht aus dem Schneider rausbekommt. Jetzt aber. Dann reicht's ihm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommt auf 68. Und nun ist der Abstand schon mit 200 Punkten riesig. Und es werden 9 ja nicht Spiele vor Schluss. Mehr Spiele, die den anderen zur Verfügung stehen, um den Vorsprung einzuholen. Auch hier wieder auf den ersten Blick zumindest das bessere Blatt bei Daniel. Aber er entscheidet sich zu passen. Nichts riskieren. Nein, ist auch wieder Vorsprung erarbeitet. Und na, jetzt kann er sich wieder so ein bisschen geruhsam zurücklegen. Aber grauenvoll natürlich jetzt für André. Karo 7, Karo 8. André spielt 0. Ah ja. Was soll er machen mit dem Blatt, wenn nicht 0? Ja, Karo ohne 2 mit ein bisschen Glück. Aber Karo wäre nun bei der Trümpfeverteilung gänzlich daneben gegangen. Aber so vom ersten Mal raufblicken, wären Karo ohne 2, glaube ich, ja, will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster legen. Gehört natürlich auch Glück dazu. Karo ohne 2 zu gewinnen, genauso wie hier den 0. Sitzkreuz 7 blank ist er zu Hause. Aber ganz übel, alle 4 Kreuz stehen dagegen. Er kann nicht gewinnen. Und irgendwann wird Daniel ans Spiel kommen und erkennen, ach, mein Partner hat gar kein Kreuz. Jetzt kommt er ans Spiel. Jetzt muss er übernehmen. Tut er. Und das war's. Ja, nun lass dich nicht lang feiern. Oh. Völlig egal, was er da jetzt hinlegt. Und da kam eben nochmal Hoffnung auf bei André. Kreuz 7, Kreuz 8. Ja, und jetzt muss ich Hinterhand übernehmen. Aber nein, kein einziges Stück Kreuz bei ihm. Schön für André. Er hat 5 Volle auf der Hand, aber sonst nix. Und findet und die anderen beiden haben jeweils 2 Jungs und keine... Aber er lacht. Er lacht. Naja. Was soll er auch tun, ne? Ich glaube, er fängt an, in sich in sein Schicksal zu fügen. Da hilft dann irgendwann auch nur noch Galgenhumor. Und er spielt einen Gang. Habe ich auch schon gesehen, dass solche Spiele gewonnen wurden, ohne Vierer. Ja, dann hätte er aber was drücken müssen. Die zumindest 2 Damen. Herz-Dame, Karo-Dame. Aber nur drückt er sich das eine Volle noch weg. Auch wieder diese Gefahr. Zumindest die theoretische Chance gewesen, mit den Zähnen jeweils einen Stich zu landen. Ja, und nun bleibt er bei 57 stehen und muss sagen, ich krieg nichts mehr. Ach Mensch, armer André. Und er erkennt es selber. Wunderbar. 57 hast du oder? Ja. 20 gedrückt. Ich habe 10.000 Euro. Ja, genau. Genau. Ich habe kein Interesse. Ich gar nicht. 18. Falls Sie sich gefragt haben, was meinte er gerade damit? Ich habe 10.000 Euro, ganz einfach. Selbst wenn er nur Dritter wird, und es sieht ja alles danach aus in diesem TV-Finale, dann sind ihm 10.000 Euro Preisgeld bereits sicher. Der Zweitplatzierte wird 15.000 Euro bekommen und der Sieger
25.000 Euro. Und das Ganze über skatmasters.de. Und Sie kommen auf das Skatmasters, indem Sie einfach ins Internet gehen. Unter skatmasters.de oder auch auf GameDuel und über GameDuel dann dem Link zum Skatmasters folgen. Es ist das höchst dotierte Skat-Turnier der Welt. Alleine im großen Berliner Finale mit 150 Teilnehmern standen 125.000 Euro auf dem Spiel. 50.000 davon gehen in dieses TV-Finale hier. 75.000 wurden unter den anderen Teilnehmern, die es nicht in das TV-Finale geschafft haben, verteilt. Und wie qualifizieren Sie sich? Ganz einfach. Unter skatmasters.de an einem der wöchentlichen Qualifikationsturniere teilnehmen, Erster, Zweiter oder Dritter werden und dann sind Sie automatisch für das große Jahresfinale in Berlin qualifiziert, werden von GameDuel von Skatmasters eingeladen nach Berlin mit Hotelübernachtung, mit Verpflegung, mit Begleitpersonen, wenn Sie möchten. Spielen dann am Sonnabend des Finalwochenendes 4 Runden à 36 und wenn Sie aus diesen als einer der besten 9 hervorgehen, dann sind Sie am Sonntag im Halbfinale. Und wenn Sie da jeweils an Ihrem Tisch gewinnen, dann sitzen Sie wie diese drei Herren hier in unserem TV-Studio beim großen TV-Finale. Und Frank gewinnt sein Spiel, Schneider, und verkürzt den Abstand auf Daniel auf 120 Punkte. Oh, jetzt brennt's. Bei noch ausstehenden 6 Spielen, also da ist noch alles drin. So, Daniel, was nu? Sagst du die auch? Ja, die sag ich auch. In Hinterhand, überleg da, was tun. So wie wir es sehen, es ist ein Grango. Ich habe jetzt gerade eben erst die beiden Jungs im Skat entdeckt. Meine Güte, ja, was für so ein Blatt. Wie wir es sehen. Aber er sitzt nur noch in Hinterhand und überlegt. Ja, er macht den Gang Hand, bin mir ziemlich sicher. André spielt aus. Und nun gucken, was passiert. Und jetzt wird es gleich überraschte Gesichter geben. Oh, jetzt sagt er, eines. Feier, was passiert jetzt? Na, das liegen noch 2 Bauern drin. Kann er nicht glauben. Und nun hat er schon die Karo-Karte gesehen, der Gang ist Schneider-Schwarz. Und er hätte offen sein können. Nein, um Gottes Willen, ist ja noch nicht mal sicher, ob er diesen Grang-Hand überhaupt gewinnt. Dieses Spiel als Grang. Wirklich nicht? Nein. Ich hatte in einer Hand eine lange Farbe, aber beide haben sie gepasst. Ja. Frank bleibt dran, aber findet miserabel. Oh je. Ja, nun müsste er den Pik versuchen zu gewinnen. Herzkönig Karo Dame drücken. Du spielst Pik und kommst selber raus. Und hat aber 4 Trümpfe gegen sich auf einer Hand. Sieht nicht gut aus. 14 haben die Gegner schon. Machen noch 2 Trumpfstiche. Oh, 25. Nein, nein, nein. Das wird nix. Für den Frank. Ah, das ist natürlich jetzt bitter. Dein Gegner, das geheiligte Ziel, Platz 1 an diesem Tisch zu machen, ist erstmal weggerutscht mit diesem Gang Hand von Daniel. Dann siehst du in deiner Karte 6-mal Trumpf in Pik mit 2 Buben, hoffst, dass du stark findest, genau das Gegenteil passiert. Dann sitzen die Karten auch noch dagegen und du bist chancenlos. Oder anders ausgedrückt, mal hat man Pech, mal gewinnen die anderen. Frei nach Otto Rehhagel. Zumindest kann Daniel sich damit trösten, dass er aus dem Kleiner völlig rauskommt. Richtig gesehen. Kreuz Ass ist der Weg zum Sieg. Das kostet ordentlich. 1032 Punkte waren es vor diesem Spiel. Jetzt wären 938 sind es. Und der Abstand 450 Punkte. Grob. Immens. Das sind fast 500 Punkte. 500 Punkte für 3 Spiele. Aber er bekommt wieder ein reizvolles Blatt auf die Hand und wird wieder im Skat das pure Grauen finden. Es ist aber auch bitter. Es ist wirklich bitter für ihn. Ja, jetzt müssten 500 Punkte her und es geht, ohne Frage. Aber damit ist das Ziel schon ganz klein. Einfacher Herz.
Den wird er auch gewinnen. Die Trümpfe stehen 3-2. Aber das große Ziel ist erstmal noch weg. Aber nicht aufgeben. Nur ein Arzt gibt dann und wann mal auf. Ein Skatspieler nie. Oh wei. Ein schöner Blick war das eben. Naja, 70 Punkte bringt ihm das Spiel bei 500 Punkten Abstand und noch zwei ausstehenden Spielen danach. Da muss schon... Drei sind es, glaube ich, doch noch. Wir sind im 33. Genau, drei ausstehende Spiele danach. 34, 35, 36. Aber dennoch. Auch eben vertan. Da müssen im Schnitt pro Spiel 100 Punkte, 120 Punkte fast her. Also das wäre schon sehr, mehr sogar. Dreimal Grank mit dreien reicht, aber ja, das sagst du wann so. Kriegst du mal die Grank mit dreien oder mit vieren? Gewonnen, 76, Franke. Mit 76 meinte Yvonne eben die eingebrachten Augen. An Punkten, die in der Liste eingetragen werden, brachte ihm dieses Spiel 72. Daniel Wiener. Daniel hält sich völlig zurück, hat aber auch nichts auf der Hand. Und Frank muss natürlich alles riskieren. Und Frank vorne rein. Kreuzbube. Freut sich natürlich über den Buben. In Mittelhand. So richtig begeisternd ist das Beiblatt nicht. Es wagt es, mit die Herz 7 auf der Hand zu behalten. Nein, das ist immer noch, immer noch der Skat, den er gefunden hat. Er muss jetzt noch gedrückt. Er muss jetzt noch einscannen, schiebt wieder rüber zu Yvonne. Und ich tippe mal auf. Ja Herz 10, Pik 8. Das hätte mich jetzt auch gerade sehr gewundert. Und bei Daniel werden jetzt im Kopf immer mehr die Leuchten angehen. Hier ist die Titelverteidigung sowas von greifbar nahe. Und ich sag's nochmal, das hatten wir noch nie. Es ist überhaupt das erste Mal in der Geschichte des Skatmasters, dass ein Spieler, der schon einmal in einem Finale gewesen ist, es schafft, erneut ins Finale zu kommen. Erst recht, dass einer, der im Vorjahr im Finale gewesen ist, es schafft, wieder ins Finale zu kommen. Und Daniel ging auch als Titelverteidiger in dieses Finale hinein. Und ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er hat gute Chancen, als erneuter Titelträger aus diesem Finale herauszukommen. Ja, das ist, glaube ich, nur noch ein Fingernagel vom Titel entfernt. Er wird jetzt vermutlich auch kein Spiel mehr an sich ziehen, das nicht eines der von uns vorhin vor gut einer Stunde angesprochenen Oma-Spiele ist. Kein Risiko mehr. Nur noch wirklich hundertprozentige, die nicht mal den Hauch Anschein erwecken, verlieren zu können. Ja, was mache ich jetzt? Ich würde die Pik 9 abwerfen, die Karo 9 abwerfen, aber er entscheidet sich fürs Stechen. Gewinnt damit auch dieses Kreuzspiel. Ein weiterer kleiner Schritt, aber der Abstand mit zwei Spielen, 350 Punkte, wäre theoretisch noch machbar gewesen, aber angesichts dieser Karte... Jetzt müssen es schon zweimal Gang mit Vieren sein. Aber die Vier hat er ja nicht. Er hat ja nur einen. Und da ist Daniel schon sehr beruhigt mit Kreuz und Pik Boom. Dann auch sogar noch mit der Hoffnung. Könnte natürlich Frank auch ein Grand ohne Vieren gewinnen. Ja, aber dem steht der Herzbube entgegen. Gang ist es auch nicht. Aber er ist unverdrossen. Er spielt weiter. Geht das Risiko? Ja, und Daniel sieht, du, jetzt lässt sich hier eventuell noch was regeln. Ich habe vier Trümpfe gegen. Und dann ist die Serie hundertprozentig entschieden. Aber auch alleine schon, komme jetzt gar nicht mehr mit dem Rechnen hinterher. Den Herz gewinnt er ohne Zweien, sind 80 Punkte dazu. 1162. Er kann auch, glaube ich, jetzt theoretisch im letzten Spiel gar nicht mehr an Daniel rankommen. Was ist die höchste Punktzahl, die man theoretisch mit einem Grand mit Vieren offen bekommen kann? Wer mit Vieren
würde die Gewinnstufe 11 erbringen. 264 plus 50 gewonnene 314 sind 314. Also rein theoretisch wäre es noch möglich. Rein theoretisch. Auch das ist aber erfreulich und ich denke auch für die Zuschauer erfreulich, denn wir hatten ja auch schon Finals, die schon deutlich früher entschieden waren. Schön, dass es hier bis zum Ende zumindest eine gewisse Restspannung bleibt. Von der theoretischen Entscheidung her, wir reden hier immer noch so, Bayern München hat 12 Punkte Vorsprung und ein Torverhältnis von 97:1 gegenüber dem zweiten und wir brauchen trotzdem noch einen Punkt. Sagen wir doch lieber Borussia Dortmund hat 12 Punkte Vorsprung. Gut, wir sagen Borussia Dortmund. Das müssen doch nicht immer die Bayern sein. Dann ist Frank doppelt getroffen. So, ja, Frank Andreas. Bei 1162 Punkten damit. Also wie ich eben schon sagte, rein rechnerisch hat Daniel noch nicht gewonnen. Aber ich bin relativ sicher, wenn wir jetzt das Blatt sehen, stellen wir fest, das wird Frank nicht mehr reißen können. Das sieht Daniel schon. Damit nähert sich dieses Finale, das 2015er Finale, seinem Ende. Aber es wird auch 2016 wieder eines geben. Und noch einmal der Hinweis, wenn Sie dabei sein möchten, wenn Sie, ja, da ist aber einer sehr entspannt gerade, wenn Sie möglicherweise im nächsten Jahr so entspannt da sitzen möchten bei Spiel Nummer 36 in der Gewissheit, 25.000 Euro gewonnen zu haben, dann gehen Sie online, gehen Sie auf skatmasters.de oder gehen Sie auf GameDuell und folgen dort dem Link zum Skatspielen. Spielen Sie Skat, spielen Sie mit, insbesondere natürlich bei den Qualifikationsturnieren, die jede Woche stattfinden. Automatisch sind der Sieger, der Zweite und der Dritte des jeweiligen Qualifikationsturniers qualifiziert für das große Finale in Berlin. Die Chance besteht also. 150 Teilnehmer waren es in diesem Jahr. Sie können einer dieser 150 sein und wenn Sie dann gut genug sind und natürlich auch, wenn das Kartenglück Ihnen hold ist, dann können Sie hier an diesem Tisch sitzen und um 25.000 Euro Siegprämie, 15.000 Euro für den Zweiten oder 10.000 für den Dritten spielen. Skatmasters.de, das ist die Internetadresse, die Sie dazu aufsuchen sollten. Und die Turniere laufen bereits wieder. Das heißt, Sie haben jetzt unmittelbar nach Beendigung dieses Spiels die Chance mitzuspielen. Daniel wird dieses Finale gewinnen, damit auch die 25.000 Euro, die er übrigens, was ich sehr interessant finde und auch sehr lobenswert, in die Entwicklung einer App stecken möchte, eine Skat-App für Jugendliche, um Jugendliche ans Skatspielen heranzubringen. Wolfgang, ich denke mal, das ist auch durchaus in deinem Interesse. Nicht nur in meinem Interesse, ganz in meinem Sinne und natürlich für unseren Nachwuchs. Daniel kommt aus einer Talentschmiede in Baden-Württemberg. Und die wird weiter schmieden. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Sehr gerne, Andreas. Ich bin Andreas Heinzgen. Wir wünschen Ihnen gut Blatt.